Wie ihr einfach und schnell diesen Scribble-Effekt in Adobe After Effects erstellen könnt, zeige ich euch in diesem Tutorial. Wenn ihr aktuelle Musikvideos geschaut habt, so im letzten halben Jahr, ist euch der Effekt bestimmt bekannt vorgekommen, und zwar dieses Scribble, dieses Paint um den Actor selber herum, und das ist mega easy und mega schnell zu machen, und das zeige ich euch jetzt. Wir starten direkt rein, öffnen Adobe After Effects und importieren unseren Clip. Haben wir dies getan, müssen wir diesen Clip direkt in eine Komposition umwandeln. Dafür nehmen wir den Clip und ziehen ihn unten auf dieses Kompositionszeichen drauf. Nun haben wir aus diesem Clip eine Komposition erstellt, und wir schauen mal ganz kurz rein. Das bin natürlich ich, wie ich hier gerade meine Hände reibe und dann am Ende nochmal einen schönen Klatscher hinlege. Ja, wunderbar, das sieht ja richtig gut aus, und das werden wir heute ein bisschen bearbeiten. Zunächst machen wir erstmal Doppelklick auf den Clip selber, indem wir in das Quellenfenster kommen. Dann gehen wir oben auf Fenster und aktivieren Malen und Pinsel. Haben wir dies getan, müssen wir oben in unserer Toolleiste das Malen-Werkzeug oder diesen Pinsel auswählen und können fast jetzt schon direkt anfangen. Doch bevor wir unseren inneren Picasso hier rauslassen, müssen wir erstmal ein paar Einstellungen tätigen. Dafür gehen wir hier auf die Seite und klicken auf den Reiter Pinsel. Haben wir dies getan, kriegen wir hier eine Übersicht mit allen Pinseln, die uns zur Verfügung stehen, und können hier auch den Durchmesser einstellen, den Winkel, die Rundheit, die Kantenschärfe, alles Eigenschaften des Pinsels. Die können wir da so anpassen, je nachdem, wie wir es für unser Bild brauchen. In meinem Fall nehme ich lieber mal einen kleineren Pinsel, und zwar hier den mit der 19 Pixel Breite, und dann können wir theoretisch auch direkt schon anfangen. Wir müssen jetzt nur noch eine Einstellung vornehmen, und zwar wollen wir, dass jeder Frame quasi ein neues Bild ist, und dafür gehen wir hier unten in den Malen-Tab, und auf Dauer stellen wir die Dauer auf einzelner Frame. Somit ist jeder Frame quasi eine neue Leinwand, die wir bemalen können, und dementsprechend können wir auch diese Animation ganz easy machen. Also er macht quasi für jeden einzelnen Frame können wir ein neues Bild malen. Das heißt, wenn wir ein Bild malen, einen Frame weitergehen, haben wir quasi unseren Effekt. Das müssen wir natürlich ganz oft hintereinander machen. Haben wir dies getan, sehen wir direkt schon unsere erste Animation, weil es halt wie so ein Bilderbuch oder so ein kleines Heftchen nacheinander durchgeht. Nun könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen und bestimmte Sachen halt einzeichnen. Meistens betont man schon allgemeine Linien, die man so hat, zum Beispiel hier den Arm, aber ihr könnt natürlich auch ganz crazy sein und alles Mögliche irgendwie machen, durch eine durchgehende Linie, nur Einzellinien, bestimmte Sachen anmalen. Es gibt ja auch Methoden, wo man einfach was über den normalen Körper drüber malt, einfach um Linien und Sachen noch mehr zu betonen. Das müsst ihr je nach eurem eigenen Footage schauen, wie das am besten passt. Aber im Großen und Ganzen kann man da viel machen. Ob das jetzt hier die Arme so zu betonen ist oder im Endeffekt irgendwie diesen Zusammenklatscher. Es gibt viele Möglichkeiten, das umzusetzen. Wichtig dabei ist auch zu sagen, dass ihr natürlich jeden Frame eins machen müsst. Das heißt, und damit eine Animation dann am Endeffekt gut aussieht, dann müsst ihr jeden einzelnen Frame natürlich durchgehen und habt dementsprechend dann diesen Effekt erzielt. Im Großen und Ganzen war es das schon. Sehr einfacher Effekt, sehr schnell umgesetzt, nur halt je nachdem, wie ihr es haben wollt, dann doch etwas zeitintensiv. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann auch. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder, immer um 16 Uhr das Tutorial auf dem Kanal. Macht's gut, bis dahin und ciao.